bisschen los. Und los. Zuck. Sehr schön. An der anderen Seite steht so ein riesengroßer silberner Löffel. Den habe ich neulich so mit einer Hand mal hochgehoben. Der wiegt nämlich nicht so viel. Aber er sieht aus, als wäre er sehr schwer. Es gibt hier allerhand Neues in Elzal. Wir haben jetzt die letzten Monate damit verbracht, hier in Elzal unterhalb von unserer Achterbahn das Sauseland zu bauen. Ja. Und hier gibt es tolle neue Fahrgeschäfte. Eins davon heißt Erdbeerdrop, eins heißt Löffeljet. Beide haben was mit Wasser zu tun. Glücklicherweise kann man die aber trotzdem benutzen. Ich stehe hier mit dicker Jacke, wir sind eben damit gefahren, das funktioniert. Man wird also nicht nass, aber man fährt im Wasser. Das sind die beiden Neuerungen. Und in 4 Wochen, wenn es denn hoffentlich warm genug ist, am 25. Mai, glaube ich, ist das genaue Datum, eröffnet denn hier nebenan unser beliebtes Planschland. Das hatten wir ja 2 Jahre schon. Ein Jahr haben wir denn zugemacht, weil es davor so viel geregnet hatte. Ausgerechnet in dem Sommer, in dem wir es denn zu hatten, war es heiß und schön die ganze Zeit. Wir hätten es dringend gebraucht. Jetzt haben wir gesagt, das muss unbedingt wieder her und dann soll es auch bleiben. Ja, also wir haben ja hier den Erdbeerdrop. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Fahrgeschäft, aber eins, was absolut dazu führt, dass man ganz stark grinsen muss und sehr laut schreien. Man kann es nicht unterbinden. Man wird ja da rückwärts so einen Berg hochgezogen in diesem kleinen Erdbeerbötchen. Dann saust man da runter den Berg, springt über eine Schanze und fliegt dann so ein bisschen unkontrolliert, kann man fast sagen, durch die Luft und landet dann mit diesem Bötchen im Wasser. Das ist ein mega Gefühl. Das gibt es schon seit vielen Jahren, nicht bei Karls, aber in einigen anderen Parks in Deutschland. Und da haben wir dann irgendwann mal so ein Ding gesehen, sind damit Probe gefahren und gesagt, das muss hierher, weil das macht Spaß. Und wir haben Gott sei Dank 2 davon, sodass die Schlangen dann hoffentlich nicht ganz so lang sind. Löffeljet ist eine Idee, dass man im Grunde in einer Erdbeere steht, die auf einem Silberlöffel liegt. Das ganze Ding dreht sich dann im Kreis in diesem Wassergraben. Also diese Löffel schwimmen im Wasser. Das Besondere daran ist, während man fährt, kann man den Löffel von der Mittelinsel weglenken und durch die Fliehkraft wird man dann schneller. Das heißt, ich kann selber kontrollieren, fahre ich jetzt etwas langsamer oder lehne ich mich mal richtig raus und treibe dann durch die Zentrifugalkraft nach außen und habe dann eine höhere Geschwindigkeit. Also da steht ein Schild dran, das musste ich mir eben selbst noch schnell durchlesen. 6 Jahre und 1 Meter hier bei dem Löffeljet und bei dem Erdbeerdrop. Oh, hoffentlich kriege ich es jetzt richtig zusammen. Ich glaube, das Alter ist da gar nicht genannt, sondern da geht es lediglich um die Körpergröße mit 1,20 Meter. Ja. Also wir haben nach wie vor so dieses Prinzip beibehalten, dass wir gesagt haben, okay, so einen, wenn ich damit fahren möchte, muss ich dafür was bezahlen. Bei diesem Erdbeerdrop kostet das 2 Euro. Ich glaube, dieser Löffeljet mehr, ich weiß es nicht genau, ich glaube 3 Euro. 3 Euro sind das beim Löffeljet. Aber wenn ich die Tageskarte habe oder ich habe die Jahreskarte, die kostet ja seit es die gibt, seit 2 oder 3 Jahren 33 Euro, habe ich das alles frei, ich kann das alles benutzen und ich kann das mit der Tageskarte auch alles benutzen. Die kostet auch nach wie vor 12 Euro. Wir haben natürlich dann im Winter überlegt, weil wir investieren hier viel, das ist auch alles nicht ganz billig, müssen wir den Preis erhöhen oder nicht. Aber wir haben jetzt gesagt, nein, wir wollen das gerne so lassen und hoffen, dass wir dann einfach vielleicht ein paar mehr Karten verkaufen und darüber das dann sich wieder auch rechnet, das Ganze.
Genau, da haben wir unser altes Planschland. Das haben wir jetzt so ein bisschen aufgepimpt, so vom Design her und so weiter. Aber da gibt es wieder diese riesen Wasserrutsche. Da gibt es solche Becken, wo man so rumplanschen kann. Und da gibt es vor allem auch viele, viele Flächen, wo man sich einfach in die Sonne legen kann, auf Liegen, die da zur Verfügung gestellt werden. Und da, also wo es, wenn es richtig warm ist, dafür ist das Planschland dann da. Ja, wir planen hier im Eingangsbereich von unserem bestehenden Erlebnisdorf ein Marmeladenland und wollen also der Marmelade mal so eine große Bühne bauen. Dort soll eine neue Marmeladenmanufaktur entstehen, dass wir etwas mehr Marmelade aufbauen können. Tolle neue Indoor-Fahrgeschäfte, aber vor allem auch eine große Festscheune, weil das fehlt hier in Elstal für uns, dass man sonntags hier mal richtig zum Brunch gehen kann oder mal eine schöne Veranstaltung machen kann und so weiter. Und das entsteht da mit dem Marmeladenland. Und wenn alles so gut geht, dann soll das, glaube ich, so Anfang Dezember oder so eröffnen.